Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir haben nämlich ein paar Kisten gesammelt. Jetzt hier angekommen in Patch 9.1 gibt es hier wieder einiges Neues. Und diesmal wollen wir uns die Kisten von der Invasion der Nightfee anschauen. Die schimpfen sich Kriegskassetten der Wilden Jagd. Und aus diesen Kriegskassetten der Wilden Jagd kann sowohl ein Mount rauskommen, Beinspalter der Wilden Jagd heißt das alles auch. Ich vermute, es ist ein Pet. Inversiver Brummer schimpft sich das. Und ja, mal gucken, was wir drin haben. Ich habe insgesamt mit 10 Chars mir die Kisten gefarmt. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wo kriegst du diese Kisten her? Und zwar, wenn ihr nach Corfia gekommen seid und dann mit Bolvar gesprochen habt und er sagt euch hier, ja, mach mal die Invasion. Dann könnt ihr quasi hier auf der Map ein Symbolchen sehen. Das hält dann 3,5 Tage, also sprich von Mittwoch bis Samstag 21 Uhr und dann von Samstag 21:01 Uhr bis dann halt wieder Dienstagabend, bis halt der Server reset ist, ist dann die zweite Invasion. Also sprich, zwei Invasionen gibt es in der Woche, die man spielen kann und man kriegt pro Char quasi eine Kiste. Also heißt, man kann zwei Kisten in der Woche holen. Das sind aber immer unterschiedliche und bei mir war jetzt gerade in der ersten Woche die Nightfee-Kiste und nächste, also quasi ab Samstag 21:01 Uhr wird dann halt irgendein anderer Angriff sein, dann gibt es eine andere Kiste. Da gibt es übrigens auch Mounts. Ich habe gesehen, aus der Ventier-Kiste gibt es auch einen Mount und aus der Kiste von den Necrolords. Ich glaube, nur bei den Kyrianern gibt es irgendwie keinen Mount, warum auch immer. Gut, wir wollen jetzt aber die Nightfee-Kisten angucken und ich hoffe, dass ich da einen Mount rausziehe. Gut, ein paar Kisten habe ich übrigens schon aufgemacht. Ich glaube, 4 Kisten habe ich schon aufgemacht, da habe ich nichts rausgezogen, aber jetzt schauen wir mal. Dann würde ich sagen, Kiste Nummer 1. Was haben wir da rausgezogen? Wir haben keinen Mount bekommen, dafür haben wir bekommen einmal Handgelenke. Die kann ich tatsächlich brauchen. Der Char hier hat gerade mal 140er Item-Level. Und ich kann euch sagen, diese Invasionen mit solchen Gammel-Chars, die sind kein Spaß, ja. Es ist wirklich kein Spaß, die mit so Low-Chars rumzuhauen. Da gibt es manche Mobs, die 50k Leben haben. Und wenn man da ankommt mit so einem Gammel-Char, wird es interessant, sagen wir es mal so, um es noch nett zu beschreiben. Okay, also hier war schon mal nichts drin. Schade, schade. Dann würde ich sagen, switchen wir weiter. Ich bin schon auf dem zweiten Account eingeloggt. Der hat übrigens auch kein besseres Gear. Hier doch, naja, ein bisschen. 144. Kiste Nummer 2. Warte mal, da ist das Pet drin, oder? Es ist ein Pet. Okay, schaut an. Wir haben ein Pet bekommen. Und auch so ein Kristall haben wir gekriegt. Und natürlich auch wieder hier diese beiden Conduit-Dinger. Die lernen wir einmal. Und Pet ist schon mal drin. Ja gut, das freut mich schon mal. Haben wir schon mal eins mehr. Ich würde mal gucken, kann man das verkaufen? Ah, warte mal, da muss ich auf dem anderen schauen. Wie hieß das? Irgendwas mit Brummer hieß das Pet. Okay, dann würde ich sagen, logge ich weiter. So, dann sind wir auf den nächsten Chars. Ich habe jetzt zwischendrin mal das als Anlass genommen, hier dieses ganze Inventar bei den Twinks aufzuräumen. Ich hatte hier alles zugemüllt und konnte die Kiste sogar nicht mehr aufmachen. Jetzt haben wir schön aufgeräumt und ich würde sagen, Kiste Nummer 3. Wir schauen rein. Was haben wir drin? Wir haben Stygia drin, Seelenglut, die beiden altbekannten Relikte und einen Umhang. Der ist bestimmt besser als der Gammelumhang, den ich auf dem Twink habe. Leider diesmal kein Mount drin gehabt. Würde ich sagen, lernen wir die beiden Dinger schon mal. Und dann switchen wir weiter. Hier können wir... Ach, da muss ich die Mission nur losschicken. Dann switchen wir hier zu dem Twink, zum nächsten. Der hat dann auch nochmal eine Kiste, Nummer 4. Was haben wir hier drin? Auch wieder die beiden Relikte und wir haben einen Finger bekommen, aber leider keinen Mount. Das können wir auch schon mal anlegen. Also ihr seht schon, für meine Twinks ist das alles immer ein großes Upgrade. Die können wir jetzt auch wieder einlagern und ich hoffe, wir bekommen noch einen Mount. Ne? Das Pet hatten wir drin. Achso, ich wollte das Pet noch einmal gucken. Achso, nee, ich muss das mit dem anderen schauen. Jetzt lagern wir erstmal das hier kurz ein. Und dann tun wir das Pet mal nachgucken, was das etwa wert ist, ne? Ich vermute, dass das jetzt vielleicht noch ein Ticken was wert sein wird. Und in ein paar Wochen, wenn die Invasion halt ein paar Mal war, dann wird das halt wahrscheinlich kaum mehr was wert sein. Vermute ich mal. Gut, dann switchen wir hier mal einmal rüber und gucken mal. Also, das müsste ja ein Level 1 Pet jetzt sein. Hier, der hier war es, ne? In den Käfig packen und was sagt mein Addon? Okay, hängt sich halb auf. 18.000, ja gut.
Also minimaler Sofortkaufpreis hier auf einem Turnier. Könnte man sich überlegen. Ich weiß es halt nicht, wie selten der da drin ist. Mal gucken, vielleicht verkaufe ich ihn jetzt und kaufe den halt ein paar Wochen dann wieder ein, wenn der deutlich günstiger ist. Ist eine Überlegung wert, vielleicht kriege ich ja auch nochmal einen, ne? So, sind wir auf dem nächsten Char. Hier haben wir wieder eine Kiste. Das müsste Nummer 5 sein. Und dort haben wir Hände drin, bisschen Seelenglut und die beiden Conduit-Dinger. Die Hände müssten auch deutlich besser sein. Yep, die ziehen wir mal an. Und dann zahlen wir die Conduit-Teile wieder ein. Also jetzt sind wir bei der Halbzeit und haben leider, leider noch keinen Mount rausgezogen. Lediglich ein Pet. So, die beiden noch. Seht mal, bei meinen Twinks, ne? Ich habe halt so gut wie gar kein Conduit-Zeug. Und dann swappen wir rüber auf den anderen Char hier. Und dort haben wir auch noch eine. Und was ziehen wir da raus? Handgelenke. Naja, wenigstens kriege ich dann immer Transmog-Sachen, ne? So ein kleiner Trostpreis an der Stelle. So, die Conduit-Dinger können wir auch noch einzahlen. Ich würde sagen, ich swap schon mal zum nächsten rüber. So, da la, sind wir auf dem nächsten Char. Das müsste Kiste Nummer 7 sein. Und was haben wir drin? Wieder keinen Mount. Wir haben einen Ring bekommen und einen Transmog-Umhang haben wir gekriegt. Ich dachte mir gerade, hey, ich krieg trotzdem eine Transmog-Vorlage. Ja gut, ich wusste gar nicht, dass da noch Transmog-Dinger drin sein können. Und wir haben diesmal nur eins von den Teilen bekommen, nicht zwei. Gut, wahrscheinlich, weil das hier ein reiner DD-Char ist, ne? Deswegen wird das sein. Okay, dann switchen wir mal auf den anderen rüber. Und zwar haben wir hier nochmal einen. Den Druid, der hat auch noch eine Kiste. Mal gucken, was der so rauszieht. Und ja, hier haben wir wieder beide Dinger bekommen. Ich vermute, eins ist für Tank und eins ist für DD, ne? Handgelenke und leider auch kein Mount. Jetzt haben wir noch zwei Chancen und dann haben wir wieder tatsächlich alle durchgeballert. Ich hoffe, auf die letzten beiden kriegen wir es noch, ne? So, da, dann kommen wir zu den letzten beiden Kisten. Kiste Nummer 9. Da haben wir leider wieder keinen Mount drin. Und was haben wir gekriegt? Nein, habe ich schon wieder diese Heiler eine Hand gekriegt? Ich verstehe es nicht, ne? Ich krieg ständig eine Einhandwaffe Heal, die hatte ich vorher mit dem Twink gerade verkauft. Jetzt habe ich nochmal die gleiche bekommen und die bringt mir halt gar nichts. Ich habe gerade geguckt, ne? Ich habe auch auf Guardian stehen. I don't know, ne? Also ich hätte am liebsten natürlich das Mount, ganz klar. Aber so ätzend, wie das mit den low-equipten Twinks war, diese Invasion zu spielen, wäre natürlich ein bisschen Gear jetzt auch nicht gerade falsch, wenn ich bekommen würde. So, dann schauen wir hier die letzte Kiste, die wir noch haben. Das ist dann Kiste Nummer 10. Und, achso, ich könnte hier noch das Anima kurz einzahlen, dass wir da ein bisschen Platz haben. So, Anima ist weg. Dann Kiste Nummer 10 und... No, ich habe keinen Mount gekriegt. Das ist doch schade. Gut, was haben wir hier dafür bekommen? Schuhe, die können wir noch nehmen. Und natürlich auch wieder ein Conduit-Teil. Gut, das waren jetzt insgesamt 10 Kisten, die wir durch haben. Mount war leider keins dabei. Die Drop-Chance müsste ich mal nochmal raussuchen. Anscheinend ist die doch nicht so hoch, wie ich dachte. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Habt ihr das Mount schon rausgezogen, beziehungsweise eins von den anderen Kisten-Mounts, die es jetzt hier zuhauf in der Expansion, beziehungsweise ja, in dem Patch gibt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.